So, jetzt heute Abend nochmal am 19. Januar, damit wir da auch einen Zeitstempel drin haben. Wir haben jetzt gerade das Video mit der Katharina und dem Traugott beendet und jetzt haben wir gesagt, wir sind so gut in Fahrt, wir müssen jetzt noch eine Analyse der Lage machen. Es wird jetzt ein bisschen, nennen wir es mal, weniger spirituell, sondern jetzt gucken wir uns tatsächlich mal die Hardware an, beziehungsweise worum es hier so geht, was die letzten Tage, Wochen so passiert ist und wie wir da die Einschätzung haben. Und für alle, ne, also nicht, dass ich jetzt hier Werbung für den Hersteller machen will, aber der Leopard in der Wüste, ich glaube, das könnte man sich vorstellen, dass sich das einige vorstellen, die im Moment in Brüssel und anderswo sitzen, nicht wissend, was sie da eigentlich tun oder sich selbst überschätzen. Aber wir werden es analysieren. Lieber Frank, ich begrüße dich heute zum zweiten Mal zu unserer Lagebeurteilung. Von wegen, drittes Mal sind wir da Drittes schon Mal, dabei. ja. Aber Ich heute zähle das mit. zweite Mal mit Ach so, Video. Aber heute ist das zweite Mal, da hast du recht, ja. Also die Saudis, die haben ja auch Leoparden gekauft, ne? Vielleicht ist das dann ein Saudi-Leo. ja, das war ein kanadischer in Afghanistan, allerdings von Deutschland geliefert. Aber letztendlich war es eine Geschichte, die, ja, sagen wir es mal so, für die Kanadier gut gepasst hat. Die Bundeswehr hat es nie geschafft, selber da was rüberzubringen. Aber wir können uns die Rumpeltruppe ja mal dann angucken. Das machen wir dann, denke ich, im Zuge dieses Videos. In den 80ern hieß es immer, deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. War natürlich ein ganz böser Spruch, ne? Weil das war so die grüne Bewegung damals, so, ne? 80er Jahre. Ja, Ja, und da ist ja ja. auch mal die Frage, kann es sein, dass die Partei gekapert worden ist? Ja, gell? Wäre durchaus möglich, wenn man so ein 180-Grad, Salto macht, aber in die falsche Richtung. Kommen so Fragen schon mal auf, ne? Allerdings muss man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, ob die Frau Baerbock weiß, dass ein Leopard 2, wenn man den jetzt mal als Sinnbild der deutschen Waffentechnologie, was er ja immer noch ist, ein Spitzenprodukt in diesem Sinne, man möge das durchaus jetzt auch als Sarkasmus verstehen, nicht alles, aber trotzdem als Verkaufsschlager durchaus zu sehen ist, aber der fährt mit Diesel und das ohne Filter, der hat noch nicht mal eine Plakette. Und braucht, wenn er so richtig Gas gibt mit seinen 63 Tonnen, die er jetzt fast hat, dann braucht er auf 500 Kilometer ungefähr 3 Liter Sprit pro Kilometer. Ob das Das ist doch noch ein echter CO2-neutral Schnapp, aber den gibt es auf dem Kommandantensitz jetzt mit Schwangerschaftssitz, ne? Also ja, für bloß die. ob die Schwangere da reinkommt durch die Luke, ich glaube nicht. Die wird dann extra vergrößert. Ah ja, hör mal. Ja, Ja, also da ja. sind die Israelis weiter, weil die besteigen ihre Fahrzeuge durch eine extra Heckklappe, da geht es. Und die haben wirklich hübsche Mädels, auch im Militär. Aber lassen wir Ich jetzt mal war, die doch, nein, Politik. da, also jetzt, ja, komm, Ja. komm. Also ich weiß, wir haben noch viel vor, aber das muss ich dir echt erzählen. Ich war 2010, war ich in Jerusalem Oh. und kam da auch wirklich mitten rein in einen Luftangriff. Ohne Scheiß jetzt. Erste, was ich gesehen habe, ist, wie wehrhaft die Israelis sind. Diese zivile Wehrhaftigkeit, da träumen wir hiervon. Sämtliche Nerds hier in den Großstädten, die sind da erschlagen von den runterkommenden Raketen. Die Leute da, sofort überall. Die Jalousien runter, die Leute in den hinteren Raum der Geschäfte rein, alles verrammelt worden, so schnell habe ich gar nicht geguckt. Das nenne ich Wehrhaftigkeit. Und was ich dann auch gesehen habe, überall, die Israelis werden auch zum Militär gezogen, zumindest wenn sie was werden wollen. Und da waren sehr, sehr viele junge Mädels. Oh ja. Ich habe auf ein Kilometer selten so viele hübsche, wirklich sauhübsche junge Mädels gesehen wieder. Du glaubst das nicht. Also einmal noch in Avignon, ja, aber ja, das führt uns jetzt wirklich vom Thema weg, glaube ich. Wir machen jetzt keine Urweiblichkeitssendung. Nein, das machen wir nicht. Also von dem her auch vor allem von Mädels, die dann eher so wie, wie nennt man die im Germanischen hier, wie die Brunhilde oder irgendwas. Aber da sehen wir sie tatsächlich, da sind sie vorhanden. Und ich bin in einigen Modellbauerforen drin, wo es also um israelische Fahrzeuge geht. Und da hast du dann Originalfotos. Und ich muss echt sagen, da sind Mädels drin, also in Uniform und die da auch wirklich auf den Fahrzeugen sind. Wo ich sage, ja, das würdest du hier nicht finden. Wenn ich mir dann angucke, was ich so bei der Bundeswehr gesehen habe, ohne da jetzt jemandem so nahe zu treten, Wow. ja,
Hör auf, da Lassen musst wir du die das jetzt, Lupe. Na gut, okay. Weil sonst würde es hier echt so, das wundert mich aber jetzt, dass ihr Modellbauer da durchaus auch affin seid. Ich dachte, ihr interessiert euch eigentlich nur so für so Modellbauten und für Bausätze und die, aber mehr so nerdig, ja. Ja, aber dass ihr da jetzt dann doch an der Weiblichkeit etwas findet, so in der Gruppe, das. An Details arbeiten, ja, also auf jeden Fall. Und ich meine, man orientiert sich ja am Original, ja. Gut, jetzt werden wir. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir über die Lage reden wollen, ne, Marc? Und zwar Geostrategie, da haben wir uns ja gesucht und gefunden irgendwie in der Denke. Und wir sehen ja jetzt, dass zeitgleich auch mit dem, was der Herr Tol uns sagte, die deutschen Mütter sollen dafür sorgen, dass ihre Söhne nicht an die Front kommen, in die Ukraine, dass mal wieder eine neue Ostfront, deutsches Blut auf ukrainischem oder früher dann russischem Boden vergossen wird. Und was uns noch so ein bisschen befremdet hat, das nimmt jetzt an Fahrt auf, hat man erstmal den Eindruck, ja. Und ich bin da mal so ein bisschen nachgegangen. Wie könnte ich jetzt so ein Ereignis Ukraine einordnen? Wie bedeutsam ist das für uns? Müssen wir jetzt da Angst haben oder eher nicht? Wie kriege ich das in das geostrategische Miteinander eingeordnet? Und habe da ziemlich viel gesammelt und wollte das mal mit dir auseinandernehmen. Ja, genau. Okay, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen reingehen. Und zwar, was mir als allererstes aufgefallen ist, mein lieber Marc, ist, dass wir einmal anknüpfend an die Kasachstan-Sendung, die wir gemacht haben, etwas ganz Wichtiges vergessen haben das letzte Mal. Und zwar, dass dieses Kasachstan mittendrin liegt zwischen darüber Russland und darunter China. Und da kamen ja nach der Sendung schon einige, die gesagt haben, ey Leute, befasst euch mal mit Astana, ein Anagramm zu Satan. Sitz der neuen Weltordnung könnte das ja sein. Jetzt heißt es nur Sultan, wurde auch mal wieder umbenannt, die Stadt. Und die sitzt dann auch noch mal so ziemlich mittig. Und das Erste, was mir so in den Kopf sprang, war, boah, dieses Kasachstan ist, wenn du den Globus anders denkst, total zentral. Es liegt wirklich mittendrin zwischen diesen beiden Riesen, die sich da neu formieren, China und Russland. Und dann dachte ich mir, wow, das könnte wirklich das Neue, sagen wir mal, Washington oder London werden oder Venedig oder Babylon oder du weißt, von was ich rede. Ne? Ja, du willst, hast schon was auf der... Ja, also du hast, vor allem ich denke, da wäre es durchaus mal sinnvoll, wenn wir dann auch die Karte einblenden, weil viele Leute können sich dieses Kasachstan ja noch gar nicht so geografisch richtig einordnen. Also das ist wichtig. Und ich hoffe, dass wir da auch mal viele Leute wirklich dazu bringen können, dass sie sich mit dem Thema der Geografie neu beschäftigen. Egal, ob wir jetzt von einer flachen oder einer runden Erde ausgehen. Fakt ist einfach, hier sehen wir es jetzt im Bild, dass Kasachstan von der Fläche, ohne dass ich jetzt die genauen Zahlen im Kopf habe, aber ungefähr der Größe von Europa, vielleicht abzüglich, das kann man jetzt mal hier vergleichen, oder doch kann man durchaus sagen, ganz Europas hat. Ja, und durch Kasachstan laufen verschiedene Verkehrswege. Also wir haben hier natürlich Wüstenregionen, wir haben ja auch gewisse bewaldete Regionen, wenn man das mal sich anguckt, ohne dass ich es jetzt im Detail habe. Es ist aber natürlich auch irgendwo eine Gegend, zumindest was wir von den Fotos kennen. Und wir können da bald jemanden begrüßen, der uns da noch wesentlich bessere Informationen geben kann. Es ist aber eine zentralasiatische Landschaft. Und genau. Und ich würde gerne jetzt, super, ich würde jetzt gerne erstmal aufteilen, dass wir erstmal das rein kartenmäßige, das Territoriale abhandeln mit Russland, ja. Wenn ich so eine Struktur vorgeben darf. Gerne, und dann auf das Fluidale kommen, auf die Handelswege und so weiter. Weil dann erkennen wir das ganze Bild, was hier gespielt wird. Das ist total geil, ja. Also erstmal ist jetzt, aber nee, oder willst du weitermachen, Marc? Ja, ich denke, was man jetzt wunderbar sehen kann, man hat Kasachstan, dieses große Blaue daneben dran, was also fast so groß ist wie das Schwarze Meer, ist letztendlich ein Binnensee,
Jetzt hast du mich genau auch am Arsch. Ja, genau. Das Kaspische Meer, logischerweise. Kaspische Meer, da gab es ja diese tollen Fluggeräte, die die Russen gebaut haben, die Monster vom Kaspischen See. Also diese Akranoplane, das aber nur am Rande. Und dass man das mal sieht. Also wir haben hier ganz andere Landmassen und Verhältnisse. Dann haben wir im Westen, haben wir die andersrum, im Osten von Kasachstan haben wir die Mongolei, beziehungsweise China direkt angrenzend, Kirgisistan. Und vor allem haben wir die Gebiete, die in China auch durch ihre, da müssen wir jetzt aufpassen, was wir sagen, weil ich denke, wir versuchen es mal auf YouTube hochzuladen. Wir haben hier diese Regionen, die ein bisschen Schwierigkeiten mit dem islamischen Glauben haben. Nennen wir es einfach mal so. Näher möchte ich gar nicht eingehen. Ist für China aber eine unheimlich wichtige Gegend. Kasachstan im Westen wiederum sind, oder natürlich oben im Norden ist Russland, umgibt es. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite, auf der westlichen Seite haben wir dann natürlich die Verbindungen Richtung auch wieder Russland logischerweise. Mhm. Und Kasachstan beherbergt ja auch noch den russischen Weltraumbahnhof Baikonur. Ah, cool. Ja, auch okay. Richtig. Super. Wobei, man baut jetzt in Russland schon einen neuen Bahnhof. Allerdings wird der natürlich in Kasachstan wird immer präferiert werden, denke ich, weil der näher zum Äquator liegt. Also egal, was jetzt, ne, rund, flach, wie auch immer, ist einfach so. Das sind jetzt mal die Fakten. Marc, lass mich mal. Ich mach jetzt weiter. Wir haben das ja letztes Mal den doppelten Eiergriff im Grunde genannt. Ne? Da waren diese Unruhen in Kasachstan, die ausgebrochen sind, wo man sich so fragt, so Kasachstan irgendwie hinten rechts, was soll denn das da? Auf der anderen Seite hast du dann westlich davon die Ukraine, ja? Und du hast in unmittelbarer Nähe einmal rechts drüber, einmal links drüber, dann Moskau, das Zentrum. Ja. Und unser Herr Tol hat ja vor einem Dreivierteljahr schon gesagt, die Ukraine, der Putin muss nach Kiew. Das ist für ihn alternativlos. Fragt man sich ja erstmal, und wir merken uns für die Sendung mal vor, warum muss der nach Kiew? Wieso? Naja, einmal die Vorwarnzeiten sind sehr gering, sie sind zu gering. Man hat Russland hier eben doppelt bei den Eiern, Kasachstan. Und dann noch die Ukraine. Und auf was ich jetzt nochmal verweisen möchte, dieser Belt, von dem der Friedmann schon immer sprach, Litauen, dann hast du hier einen Akt von Sprachgewalt wieder mal, Belarus, also Weißrussland. Aber mit der Namensgebung möchte man eben eine Nähe zu Russland hier vermeidet wissen. Deswegen nennt man es Belarus, damit das ein bisschen weiter weg ist. Und darunter die Ukraine. Also hier ist dieser Gürtel, der Russland territorial isolieren soll. Ja? Auch ganz wichtig. Ja? Und ein nächster Punkt sind die baltischen Staaten hier oben. Auch eine wichtige Information dazu. Estland, Lettland, Litauen. Und die sollen, pass auf, versorgungsmäßig, strommäßig, sollen die von Europa gespeist werden. Die sollen von Russland abgeschnitten werden und sollen von Europa gespeist werden. Und jetzt erkennst du langsam ein Bild, es geht von Estland über Lettland, Weißrussland, Ukraine, wobei Weißrussland noch ein Korridor in den Osten ist. Das wird aber dann durch das schwierige polnisch-russische Verhältnis wird es torpediert, bis dann rüber nach Kasachstan. Also man nagt an diesem Kuchen Russland überall. Stell dir das andersrum mal in Amerika drüben vor, wenn das da so wäre. Ja, das wäre Mexiko und das wäre zumindest Provinzen in Kanada, wenn man die mal so ran. Genau, und Kuba noch dabei und überall da würde man den Amerikanern auf den Frack rücken. Und ich finde, das allein ist jetzt schon etwas, was überhaupt nicht genug bedacht wird. Jetzt, ich gebe dir noch mal ein Bild. Da siehst du die NATO-Osterweiterung. Ja. So. Der Warschauer Pakt, der lief mal hier weit bis nach Europa herein. Da sind wir ja lange nicht mehr. Wir sind jetzt dabei. Zugesagte Einladung. Das habe ich eben vergessen. Georgien noch hier unten. Ja. Und Südrussland war immer schon wichtig, der Zugang zum Schwarzmeer. Guck mal, der ist kaum noch da. Gut, die Krim ist jetzt ja russisch annektiert. Dann hast du die Ukraine zugesagt und man rückt diesem Koloss, man nagt überall an dem Koloss dran. Oben die baltischen Staaten sind bereits in der NATO. Das ist Wahnsinn, wie man Russland bedrängt.
Ja, und für die älteren Semester wie du und ich, Polen, Tschechoslowakei und so weiter, das war Warschauer Pakt, ja. Und das ist für mich ist das ein aggressives Vorrücken immer weiter in den Osten rein. Dir liegt was auf der Zunge, ne? Mir liegen einige Dinge auf der Zunge. Erstens, weil wir Georgien vorhin vergessen haben, noch zu erwähnen, ist ja letztendlich auch nicht weit, also wenn man jetzt die Karte betrachtet, das sind natürlich riesige Entfernungen in Russland, ist ja auch so ein Thema, ein Zankapfel und ein möglicher, da steht es jetzt, ein zugesagter Beitrittskandidat. Also letztendlich ist das, wenn man diese Karte sich mal von den Farben her anschaut, wobei allerdings müsste man eigentlich das Rot auf die andere Seite drehen und, glaube ich, Russland eher mit Blau machen, weil alleine die Farben sprechen ja von dem aggressiven Thema aus. Grün ist ja so, wie soll man sagen, rein, wenn ich mir die Farben anschaue, ne, dann denkt man immer, die blauen Kräfte sind die guten, die roten sind die bösen, die aggressiven. Es müsste eigentlich genau andersrum dargestellt sein. Aber gut, gehen wir mal da rein. Die Karte ist, glaube ich, fast nicht mehr ganz aktuell, weil wir tatsächlich diese Thematik haben, wenn wir uns jetzt mal von Norden nach Süden bewegen. Wir haben tatsächlich Schweden, was ja hier diese Masse unterhalb von Norwegen ist. Norwegen ist das Zerklüftete, für die, die es nicht wissen. Das hier ist Schweden. Schweden war schon immer in der NATO-Struktur eingebunden, auch wenn sie formal neutral sind. Das muss man einfach wissen. Stimmt. Schweden ist ein Anrainerstaat in der Ostsee, die hier auch ein sehr starkes Militär haben für ein neutrales Land. Also das wissen auch die wenigsten. Schweden hat eine sehr große Rüstungsindustrie. Die sind auch, was Schützenpanzer angeht, großer Produzent. Allerdings wurde das mit BAE Systems schon verheiratet, das ist aber nur ein Detail. Dann haben wir Saab, produziert Flugzeuge, das ist Finnland. Finnland ist eine ganz heiße Nummer, weil Finnland wäre theoretisch oder zumindest gab es jetzt auch Meldungen die letzten Tage, wobei das wurde jetzt wieder dementiert von beiden Ländern, dass Finnland eventuell auch um einen NATO-Beitritt gebeten hat. Und Finnland ist ja ursprünglich mal ein Teil Russlands gewesen, bis zum Ersten Weltkrieg oder beziehungsweise kurz danach. Ist ja dann auch interessant, die Karte passt eigentlich wunderbar oder man könnte die auch 80 Jahre zurückversetzen, dann würde sie fast stimmen, muss man leider sagen. Das ist, und es ist auch ein sehr schwieriges Verhältnis, Russland und Finnland. Ja, ganz also schwierig da oben, das sind einfach Dinge, weil da auch Sachen noch nicht aufgearbeitet sind die letzten 80 Jahre. Dann haben wir natürlich die drei baltischen Staaten, die extrem große Schwierigkeiten mit der ehemaligen, ja, also Sowjetunion ist nicht Russland, muss man auch dazu sagen. Da gab es oder gibt sicherlich Dinge auch noch, die aufgearbeitet werden müssen. Aber wenn man sich alleine die Karte anschaut, das ist Kaliningrad, sprich ehemals Königsberg. Da liegt das ist natürlich, ja. Man könnte auch sagen, das ist so ein Stachel im Fleisch, ja, einer NATO. Und das ist tatsächlich auch ein wirklich strategisch wichtiger, genau, Punkt, weil ja, auf diesem Punkt, wenn es denn zu Spannungen kommt, nur um hier kurz den Einschub zu leisten, auch russische Iskander-Raketen positioniert werden könnten, wie es auch waren. Iskander ist wiederum Kurzstreckenwaffe, die heute so ausgerüstet sind, dass es keine Vorwarnzeit geben würde. Und die Ostseeflotte liegt da, Marc. Und das kommt noch dazu. Ja, genau. Also die werden einen Teufel tun, dieses Kaliningrad hier, ja, aufzugeben. Ja, eben weil es ein wichtiger Rückraumpunkt nochmal ist. Ja, vor allem in der heutigen Zeit ist das ein extrem wichtiger Punkt. Und ja, jetzt muss man noch dazu wissen, so wie die Truppen, also beziehungsweise momentan wie die NATO die Truppen positioniert hat, ist also, dass man oben in Litauen ja diese dauerhafte Einrichtung mehr oder weniger aufgestellt hat, wo auch die Bundeswehr zum Teil mit Speerspitze bilden soll. Also was lächerlich ist, da stehen irgendwelche, was gar nicht, 50 Schützenpanzer und 20 Leopardpanzer. Das ist dann die Speerspitze der NATO. Also darüber kann man lachen, rein von den Truppenmengen. Aber es ist einfach so, dass diese Truppen da zur Verteidigung stehen. Allerdings muss man einfach wissen, immer wenn einer schreit Verteidigung, muss man sich auch überlegen, das sind mechanisierte Kräfte, die dort in einer sehr exponierten Stellung durchaus ein aggressives Militärbündnis vertreten und aus meiner Sicht dort oben in Litauen nichts zu suchen haben. Natürlich aus Sicht der NATO ist das was anderes, weil Russland ist ja der Aggressor, die wollen wieder nach Europa rein. Wenn man sich jetzt die Karte anschaut, sieht es ein bisschen anders aus. Dann haben wir das Thema mit der Ukraine logischerweise, wo es immer wieder darum geht, die ja in die NATO rein soll.
Warum und weshalb, da denke ich, kommen wir später noch drauf. Dann dieser rote Fleck unten drunter, das ist jetzt Belarus, sprich Weißrussland. Die sind jetzt aber fest in das russische Konglomerat wieder eingebunden. Da hat ja die Farbrevolution nicht geklappt, das wurde niedergemacht. Man hat mehrfach versucht, den weißrussischen Präsidenten auch umzubringen. Und natürlich Häme und sonst was drüber. Zu den beiden Staaten, also Österreich und Schweiz, in der Mitte kann man auch noch dazu sagen, also Österreich ist definitiv auch schon lange fest mit in der NATO-Struktur mit integriert. Wir haben das auch immer wieder gehört. Die Amerikaner haben auch Verträge mit dem österreichischen Militär abgeschlossen. Die Amerikaner haben dort Hubschrauber und Flugzeuge geliefert. Die Österreicher verfügen über deutsche Kampfpanzer, Leopard 2A4. Also das heißt, die sind hier natürlich mit integriert. Über die Fähigkeiten der Truppe brauchen wir jetzt nicht reden, da kommen wir später vielleicht noch dazu. Und der große Platschen da unten am Schwarzen Meer, das ist dann hier eben die Türkei. Im Moment ein sehr wackeliger Kandidat. Das darf man auch nicht vergessen, weil die momentan ein eigenes Spiel spielen. Aber das ist so eine Thematik, wo man einfach sagen muss, die NATO, wie man sie hier sieht, also das Gebiet weitet sich immer stärker aus. Die anderen Mitglieder sind dann noch Kanada und die Vereinigten Staaten. Also das ist die North Atlantic Terror, Treaty Organization und manchmal sage ich auch immer NATO, aber das muss man einfach wissen. Hauptquartier ist in Brüssel, in Belgien. Früher war es mal in Frankreich. Und als die Franzosen bzw. General de Gaulle die NATO nicht ganz verlassen hat, aber er hat gesagt, er entzieht die französischen Streitkräfte dem Oberbefehl der NATO und hat damit mehr oder weniger auch das Hauptquartier damals aus Frankreich hinausgeschmissen. Und deswegen sind sie nach Brüssel gegangen. Brüssel ist natürlich auch der Hort der EU, das darf man auch nicht vergessen. Und diese beiden Organisationen hängen stark miteinander zusammen. Und das sollte man auch immer so sehen. Aber da kommen wir später noch dazu. Ja, sehr schön, Marc. Also ich würde sagen, die russische Urkatastrophe war im Grunde der Zerfall der Sowjetunion, der dann diese vielen Kleinstaaten produziert hat. Und das ausgerechnet noch am westlichen Rand Russlands, die seit Jahrhunderten immer da bestrebt waren, sich zu orientieren nach Europa hin. Die Königshäuser waren verwandt. Also der Drang ging immer, ich will jetzt diese Karte versuchen, ein bisschen einzuordnen für den Daraufblickenden. Ja? Also Russland hatte immer einen Drang herüber nach Europa. Just da zerfielen die ganzen Staaten oder zerfiel es in Kleinstaaten. Und die kann man natürlich dann im Wege globale Neuordnung hervorragend gegeneinander ausspielen. Und was wir gesehen haben, dann braucht man nicht zu spekulieren, ist einfach, dass die NATO Russland immer mehr entgegenkam. Ja, ich weiß noch, wie ich 2012 furchtbar erschrocken bin, als es hieß, hier in Polen und in der Tschechoslowakei sollten Trägersysteme und Raketensysteme positioniert werden. Das war 2012, dachte ich mir, was ist denn das für ein aggressiver Akt? Das können doch die Russen gar nicht tolerieren. Ja, und sie haben sich noch viel mehr gefallen lassen. Also einmal dieses Abschotten gegenüber dem Westen, wo Russland immer schon hin orientiert war. Zum anderen das Abschotten nach unten ins Schwarze Meer. Und du hast recht, da spielt auch die Türkei hervorragend auf dieser Klaviatur durch den Bosporus, durch die Meerenge und durch diese Schranke, die es von Süden her im Grunde bildet. Also das war auch schon seit Jahrhunderten ein Zankapfel, dass Russland einen Schwarzmeerhafen hat und ihn fahren kann, um Zugang ins Mittelmeer zu bekommen. Auf der anderen Seite dann die Nordmeerroute. Ja, Murmansk als einzig eisfreier Hafen, die Nordmeerroute, die hier oben langführt. Und dann nicht unzufällig hast du dann auf den Orkney-Inseln das britische Hauptquartier. Ja, weil die Nordmeerroute genau hier langfährt, weil die genau hier lang geht. Ja. Also man sieht, die unterschiedlichen Zonen sind nach Kontrollen aufgeteilt. Und insofern, mich erinnert es so ein bisschen, das ist aber jetzt meine freie Assoziation, das, was jetzt passiert ist zwischen Russland und China, um es ein bisschen wüst zu vergleichen, erinnert mich so ein bisschen an den Hitler-Stalin-Pakt.
Weißt du, auf der einen Seite versucht man, Russland und Europa abzuschneiden, abzutrennen, siehe Friedman-Reden, haben wir öfter schon gesagt. Auf der anderen Seite machen sie dann nach unten hin, zum Süden hin, Richtung China, einen Pakt, man nähert sich an, man definiert, da kommen wir später dazu, neue Handelswege, neue Handelsrouten und ein territorialer Gigant erwacht. Was wir noch nicht so oft ge gesagt haben, ist, dass wir auf der Erde ja so ein Spiel sehen, dass wir Land gegen Seestreitkräfte konkurrieren sehen. Und hier mit diesem Zusammenschluss Russland-China erwächst ein territorialer Gigant, dem du nichts mehr entgegenzusetzen hast. Und sag mir deine Meinung, Marc, ich halte das Aufkommen, erst jetzt mal rein nach Territorium und landgestützten Armeen und Kontrolle von Landmassen, halte ich für den Hauptgrund, dass die Amerikaner sich jetzt zurückgezogen haben, oder? Also, fangen wir mal an, vielleicht noch mal ganz kurz zur Definition einer See- und einer Landmacht. Also einfach nur, wenn man mal die Farben nimmt oder beziehungsweise tatsächlich, wir haben eine der ältesten Seemachten, zumindest war sie das mal, ist England. Das ist das eine und wie du so schön angesprochen hast, hier oben die Orkney-Inseln. England war in der Lage, Europa über Jahrhunderte lang zu beherrschen über die Kontrolle der Handelswege. Das heißt, man konnte hier Mitteleuropa zumachen, indem man einfach, und das ist tatsächlich im Ersten Weltkrieg geschehen, indem man eine Blockade errichtet hat in der Nordsee. Also nicht die Fern- oder nicht die Nahe-Blockade, womit man im Ersten Weltkrieg gerechnet hat und wo man auch strategisch oder beziehungsweise militärtechnisch sich vorbereitet hat mit der sogenannten Risikoflotte, die dann durch Tirpitz gebaut worden ist, auf Wunsch oder beziehungsweise auf Wunsch des Deutschen Reiches. Das Deutsche Reich hatte nur eine tatsächliche militärische gemeinsame Rüstungsanstrengung. Sorry, wenn ich reingrätschen mag, aber lass die Geschichte weg. Lass uns Okay, mal auf sorry. Russland fokussieren, sonst wird es Also, echt zu viel. Das machen fokussieren wir wir mit uns der mal. Moni ja. Das machen wir mit der Moni. Ja, stimmt, das müssen wir. Ja, genau, ich vergesse das immer. Wir haben ja noch ein paar Dinge. Also, gucken wir uns das an. Landmacht gegen Seemacht und Russland, China, beziehungsweise die Angst, die man immer hatte, dass Deutschland mit Russland zusammenkommt und hier ein unbeherrschbares Konglomerat entsteht eines absolut fähigen ja, deutschen Ingenieurstums mit deutschem Geld und der russischen Arbeitskraft und den russischen Rohstoffen. Das war immer dieses Thema. So, und jetzt haben wir genau das Schlimmere aus Sicht der auf über dem Atlantik sitzenden oder in England sitzenden, nämlich dass wir die Masse Russland mit seinen riesigen Ressourcen und China vereint haben. Und diese beiden Länder waren nicht unbedingt immer Verbündete, sondern es gab also auch noch vor 60 Jahren, also in den Ende oder zwischen den 60ern und den 70ern, haben Russland und China, und es waren zwei kommunistische Staaten, tatsächlich Grenzkriege geführt. Das muss man einfach mit dazu wissen. Sonst kann man das nicht verstehen, was das jetzt für eine tatsächliche Dynamik bekommt. Und wenn wir gleich auf den Energiesektor überschwenken, das, was Russland nach Europa liefern möchte, geht jetzt erst einmal nach China. Dort wird eine zweite Pipeline runtergebaut, Sibirien 2. Da wird nicht rumgezankt. Und wir hängen hier rum und uns geht langsam aber sicher das Gas aus. Ja, also im März ist vermutlich Schluss mit den Lagern. Da kommt nichts Neues, wird nichts Neues bestellt. Russland würde uns verkaufen. Aber das, was im Moment passiert und auch durch das Auftreten unserer Qualitätspolitiker europäischen Ausmaßes und der noch qualitativ besseren aus Amerika, zeigt in eine Richtung, wo man sagt, das ist nicht unbedingt, sind nicht unsere, also es wird nicht im Sinne Europas agiert, also auch Ja, nicht der Menschen. und jetzt schau mal allein von der Karte, erstmal nur kartenbasiert. Wenn du hier siehst, du hast jetzt Russland, Ja. du hast hier unten China. Wenn die beiden sich zusammentun, jetzt schon wirkt Europa wie ein Appendix, wie ein Anhängsel, Ja. was isoliert ist oder abseits liegt, ja, dass man, wo man vielleicht noch konsumieren kann. Also wenn hier zusammengetan wird, dann entsteht hier eine riesige Macht. Das sollte man erst einmal vor Augen haben, wie groß diese Macht ist, ja. Ja, und dann könnte sich, weil immer wieder der Tol ja auch sagt, die Welt wird in desperate need, also wird den deutschen Geist furchtbar brauchen. Angesichts dieser Karte frage ich mich dann schon, du hast einen chinesischen Erfindergeist. Gut, man sagt ihnen nach, sie kopieren immer hervorragend.
Vielleicht beschränkt sich die Rolle von uns dann wirklich auf das Erfinden in der Zukunft oder auf das Schöpfen. Ja. Und ich frage mich dann angesichts jetzt dieser Partnerschaft, die da drüben entsteht, im asiatischen Raum, wie unsere Rolle gestaltet werden kann und wie andere die für uns vorgedacht haben. Führend sehe ich sie nicht mehr. Führend sehe ich die nicht mehr hier. Ja. Dazu ist zu gewaltig, was da drüben passiert, weißt Wenn man sich überlegt, vor allem, es gehen ja auch technische Entwicklungen in ganz andere Richtungen. Also, was auch bekannt ist, denke ich auch bei vielen, die sich in der alternativen Szene tummeln. Wir wissen, dass Russland, auch was medizinische Dinge angeht und was geistige Energien angeht, auf einem ganz anderen Level ist. Also, dass man das einfach auch mal irgendwo mit betonen kann. Da drüben ist es ganz normal, dass man mit Schalltherapien arbeitet, Hyperschall. Das, was jetzt in aller Munde kommt, diese Hyperschallwaffen. Und wo der Westen nicht in der Lage ist, eine Parität auf dem militärtechnischen Sektor im Moment herzustellen, was sonst normalerweise eine Domäne der Amerikaner, zumindest die letzten 30 Jahre war, ist nicht mehr gleichzustellen. Dasselbe ist mit China. China ist auch in gewissen Bereichen, nicht in allen, aber so weit fortgeschritten, auch was die Produktionskapazitäten angeht, natürlich von Industriegütern, Konsumgütern und wie auch immer, davon profitieren wir alle, weil jeder hat irgendwelche Sachen, die nur noch in China gefertigt worden sind. Und das in einer Präzision, muss ich auch dazu sagen. Und die Leute haben es ja langsam gesehen. Ich als Modellbauer kriege das mit. Also sämtliche Marken, die ich da hinten irgendwo stehen habe, kommen alle aus Fernost. Das ist nicht irgendwo aus Europa oder sonst was, hier gibt es sowas nicht, sondern das sind alles chinesische Firmen und die haben eine Präzision und die gehen hier mit Dingen ran, wo ich sagen muss, Hut ab, war so nicht vorstellbar. Also nur, dass man mal sieht, hier ist tatsächlich ein technologischer Sprung in vielen Bereichen. Ich kann es nur hier immer wieder sehen. Was die vielleicht noch nicht haben, ist, dass die solche Prestigeautos wie BMW und Mercedes selber produzieren. Das kommt noch. Die werden hier irgendwann auch zukünftig, wenn das so weitergeht, die Firmen übernehmen für ein Appel und ein Ei, wenn sie es nicht schon komplett haben. Und viele andere Dinge. Das aber nur mal am Rande. Die Ressourcen, die China braucht, kriegen sie jetzt frei ausgeliefert von ihren Freunden Russland. Die haben einen Freundschaftsvertrag unterschrieben und es wird gemunkelt, dass wenn Russland, wenn das in 5 Jahren eventuell erneuert wird, dass hier auch eine Allianz verkündet wird. De facto sind sie alliiert. China stützt die russische Außenpolitik und umgekehrt. Und das ist etwas, gegen das der Westen, und da kommen wir auf den Rückzug oder beziehungsweise das, was wir so wahrnehmen oder beziehungsweise was man mal so vermuten kann, der Amerikaner. Sollte es, nur mal ein Szenario aufzumachen, im Moment wird er hier, wenn er hier Kriegstrommeln rührt ohne Ende. Und sollte es tatsächlich zu irgendeinem Abklatsch kommen, irgendwo in Osteuropa, wo das laufen würde. Also ich denke, wir werden jetzt hier keine Szenarien aufmachen müssen, wo dann irgendwelche Atomraketen durch die Ecke fliegen. Das ist nicht gemeint. Das ist auch sicherlich nicht gewollt, sondern nur, wenn die NATO jetzt da irgendwas machen wollte. Die NATO wird keine Möglichkeit haben, einzugreifen, weil da einfach das Material nicht da ist und man auch Marc, gar nicht. lass mich bitte im Ja. Spiel. Lass Oh, mich bitte im Spiel. Ich sorry. weiß, du liebst das Thema, ich liebe es auch. Lass mich bitte im Ich Spiel. muss dich, Ja. entschuldige, ja, ich bin da jetzt Ja. gerade so reingekommen. Ja. Ansonsten tue ich hier nämlich nur noch Folien sortieren. Nein, 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 Fragen um Gottes Willen, bitte. Ja, also ich wollte jetzt, bevor wir weiter in Ja. Details gehen, wollte ich und erst mal gucken, ob du mir da auch zustimmst, Ja. wollte ich erst einmal jetzt festhalten, ich nehme gerade nochmal die andere Karte, dass diese NATO-Strategie von Ja. Isolierung, die ist ja dann offensichtlich doch gescheitert. Man hat zwar Russland von Europa bisher ganz gut getrennt, aber die haben sich, ich sag mal, hinten im Asiatischen haben sie sich hervorragend umgesehen und haben dort neue, wie wir es noch gleich zeigen werden, dann auch neue Handelspartner gefunden, mit denen man sich arrangieren konnte. Sind wir da d'accord, dass dann in Definitiv. gewisser Weise diese NATO-Politik gescheitert ist? Ja, jetzt, was natürlich, wenn wir schon mal von der NATO-Politik ausgehen können, jetzt muss man sich wirklich mal überlegen: Ein Verteidigungsbündnis, was 1949 ins Leben gerufen worden ist, macht eigene Politik. Alleine das.
Und wer ist denn hier die treibende Kraft? Ich habe vor kurzem ein Interview gehört, nur um das kurz einzuschieben. Ja, Ja, hau es rein. ist richtig, man hat eben hier versucht, einen neuen eisernen Vorhang zu schaffen, allerdings diesmal weit nach Osten vorgeschoben. Und ich habe eine interessante Analyse gehört von dem Alexander Mercurius. Und er hat gesagt, die wirklichen Leute, die sich diese Sachen auslegen, sitzen nicht in Washington, da sitzen die Verbindungen, also diese sogenannten Neocons oder Neoliberals. Ich würde das mit den Grünen durchaus gleichsetzen hier. Also das ist nur noch eine Bezeichnung. Das hat nichts mehr mit Umwelt oder sonst was zu tun, sondern das sind diese Denkmuster, die die haben, die auch in Brüssel sitzen. Und das sind Leute, hatten wir vorhin schon mal, ich wiederhole es ganz kurz, die niemals irgendwo aus ihrer Wohlkomfortzone rausgekommen sind. Also die wissen eigentlich nichts wirklich vom Leben, sondern die schweben in irgendwelchen Ideologien. Das nur vorneweg. Und die NATO hat natürlich ein Problem. Das hat man 90 oder 91 sehr genau analysiert in dem Satz, entweder out of area, also Erweiterung der Kompetenzen und Einsatzgebiete, also weg von der Verteidigung zum Auslandseinsatz, also oder out of territory, oder wir sind aus dem Geschäft. Und das ist überfällig. Und was hat man gemacht? Was macht ein Krebsgeschwür? Man fängt an zu wuchern. Und das sehen wir genau hier. Und dann ist wirklich die Frage, ist die NATO jetzt ein Verteidigungsbündnis? Ist sie nicht, weil ich meine, Krieg und Frieden wissen wir auch, ne? 1984, umgedrehte Sprache. Aber herzugehen und zu sagen, die NATO, deren stärkste Partner die Vereinigten Staaten sind, weil ohne die ist die NATO nicht existent, also faktisch gesehen, macht hier Politik in Europa. Die ist untrennbar mit der EU verbunden oder die EU mit der NATO. Die EU kann ohne die NATO nicht existieren, das heißt ohne die Amerikaner, deren Kraft. Allerdings mag es sein, dass der Rückzug der Amerikaner, egal in welcher Form, wird die NATO über kurz oder lang zum Fall bringen. Und dann wird sich auch die EU erledigen. Das ist zumindest meine kurze Analyse und das Ja. sollte man immer im Hinterkopf haben, dass die hier tatsächlich als So, zahnloser Tiger, sind wir ja, dabei? aber einer, der noch um seine Berechtigung da zu sein kämpft. Ja, aber dann wäre es sehr kurzsichtig, dann wäre es extrem kurzsichtig. Warum? Ich fange mal anders an. Genau. Es passiert ja nichts aus Zufall. Warum? Und wer hat ein Interesse daran, jetzt dann in der Ukraine oder in Kasachstan Unruhen und Instabilitäten ausbrechen zu lassen? Russland doch sicher nicht. Die sind darauf angewiesen, dass in ihren Nachbarländern befriedete, stabile Zustände sind, dass die Kleinstaaten pro-russisch sind, dass man seinen Einfluss ausweitet auf die Satellitenstaaten, und dass man dort dann noch diese Dynamik und den oft niedrigeren Lebensstandard mit stabilen Handelsbeziehungen befruchtet und so weiter. Das wäre ja, einfach um das rauszuarbeiten, das wäre ja Interesse von Russland. Wenn wir also jetzt genau dort in diesen Satellitenregionen, die nicht weit von der Hauptstadt weg sind, wenn wir genau dort dann jetzt Unruhen sehen, wer hat ein Interesse und warum tut er das? Erst recht, wie du sagst, eine NATO ohne die Militärkraft der Amerikaner, na, ich sag's mal, vernachlässigbar, global vernachlässigbar ist. Ja, Ja. ganz klar. Also sprich, Ja. jemand, der hier Verkehrsverbindungen oder Verbindungen einfach stören möchte, unterbrechen würde sie nicht können, aber stören möchte. Genau. Und was interessant ist, eben in Kasachstan, wir hatten es das letzte Mal ja auch schon erwähnt, vor 3 Jahren gab es ja Versuche, das ursprüngliche Recht, welches in Kasachstan vorgeherrscht hat, durch englisches Recht zu ersetzen oder nach englischem Vorbild, also sprich hier das Common Law reinzubringen, Handelsrecht und ähnliche Dinge. Und wenn man sich das wiederum überlegt, was hier gelaufen ist, und Kasachstan ist nun mal über die letzten 20, 30 Jahre eher dem Westen zugeneigt gewesen, als man Russland, also man hat hier so doppeltes Spiel gespielt. Aber jetzt hat man tatsächlich durch diese Aktionen, und ich bin mir jetzt oder andersrum, viele sagen auch, es war eine Auf 100 Farbrevolution Jahre. oder es war eine gekaperte Farbrevolution. Egal wie,
Sie ist gescheitert. Und man hat jetzt diese Geschichte unter Kontrolle gebracht. Mhm. Interessant wird es in Kasachstan, wie sich das im Westen auswirken wird. Ob vielleicht Firmen wie Chevron und die ganzen anderen westlichen Ölfirmen in der Zukunft da, also in der nahen Zukunft, irgendwelche Probleme bekommen werden. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Super. Okay, also wir können, ich glaube, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, vielleicht territorial, können wir festhalten, Russland soll isoliert werden und es gelingt bedingt, ja, kann, Richtung Europa, Richtung China nicht. Und Tendenz in der Zukunft durch die Schwächung der NATO ist eher, dass es auch Richtung Europa aufbrechen könnte. Ja. Ja, bist du d'accord? Und dass jetzt auch so die Ukraine zum Beispiel, vielleicht sollten wir da nochmal näher drauf eingehen, warum bricht jetzt ausgerechnet in der Ukraine oder Ukraine gerade jetzt der Konflikt hoch? Man hat ja das Gefühl, der läuft heiß, da kommt es jetzt zu einem neuen Krieg. Die Leute haben unheimlich viel Angst oder viele Leute haben Angst. Ich habe jetzt gelesen, die Ukraine möchte 130.000 Reservisten nochmal kurzfristig einberufen. Man ist dann bei, ich glaube, 250.000 Wehrfähigen. Wenn ich sowas höre, dann muss ich fast schon lächeln. Das ist ein Witz. Ja? Das ist ein Witz gegen Russland, so etwas aufgebieten zu wollen. Ja? Oder wie siehst du das? Ja, Ukraine ist natürlich so eine Geschichte. Man muss dazu natürlich auch eines wissen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die Ukraine langsam kein Gas mehr hat. Also die sind schon leer gelaufen. Die kaufen im Moment europäisches Gas. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, dass die beschlossen haben nach dem Maidan, dass sie kein russisches Gas mehr kaufen. Und das läuft jetzt im Moment so, aber schon länger, dass also tatsächlich Gas, was von Russland gekauft worden ist, nach Europa, also Polen, Deutschland, geliefert wird. Und dann wird die Pipeline umgestellt und dann zurück in die Ukraine gepumpt. Die haben zwar noch Transit in diese Pipeline, die durch die Ukraine geht, aber die wird definitiv demnächst leerlaufen. Also die Gazprom hat dort keine Kapazitäten mehr gebucht. Und es ist über kurz oder lang, dass die hier einfach Geld verlieren. Das nächste ist, das habe ich heute auch im Gespräch oder beziehungsweise wir bereiten oder ich bereite ja da was vor in die geopolitische Sache eben mit Russland. Da können wir das dann nochmal genauer analysieren. Dass hier tatsächlich das Thema ist, in der Ukraine sind die Zustände schlimmer als in den 90ern. Also seit dem 14er Maidan ist da drüben einfach, kann man sagen, Wild West. Die Oligarchen schieben sich die Taschen voll, mit welchen spielerischen Tricks auch immer das funktioniert. Und die Leute im Volk, die da sind, die haben einfach Einbußen ohne Ende. Und dann kommen wir natürlich in den Osten der Ukraine, in die Republiken, die Donbass-Republiken, die sich hier abgespalten haben, wo das Leben auch wieder relativ normal verläuft. Mhm. Und natürlich wäre die Ukraine in der Lage, militärisch dort in einer Großoffensive die zurückzuholen. Aber dann sind wir genauso bei dem Thema, was wollen sie denn machen? Wollen die jetzt dann dort alle Russen, also russischstämmigen Leute, und das ist die Mehrzahl, wollen die einfach umbringen? Es gibt diese Asowschen Bataillone, also das sind ja tatsächliche Neonazis. Mhm. Und die berufen sich ja auf ganz schlimme Dinge aus der Vergangenheit. Das muss man einfach wissen. Aber die werden unterstützt, weil das sind ja Freiheitskämpfer. Und es gab jetzt auch einen Bericht aus Amerika, dass man also in Amerika darüber nachdenkt oder in amerikanischen Städten, dass man eventuell einen Partisanenkrieg in der Ukraine vorbereitet. Sollte also Russland sich die Ukraine schnappen? Also man geht immer davon aus oder man geht her und erzählt uns, dass die Russen demnächst Kiew einnehmen, dass die so aggressiv sind. Und weil wir davon schon ausgehen, also kämpfen tun die Amerikaner dort nicht, aber wir werden Partisanenarmeen aufstellen. Und jetzt kommt der Clou. Diese Lager von diesen Menschen, die das dann oder die man dort dann einsickern lassen will, also man möchte ja dort Terrorkämpfer ausbilden, dann nennt man sie Partisanen, Freiheitskämpfer, Freischaller, wie auch immer. Die werden aber dann in unseren nahegelegenen Staaten wie vielleicht Polen, Slowakei, ne, Rumänien, wo auch immer, wo man diese
Camps dann ansiedeln würde. Und das ist auch wiederum eine Analyse von den Durants. Wenn man sich überlegt, allein so eine Überlegung, dass man hier Söldner ausbildet oder Partisanen in unserem Hinterland und die kommen vielleicht auf die Idee und sagen, naja, uns jetzt mit den Russen anzulegen, da haben wir keinen Bock. Aber hier gibt es Banken, hier können wir Terror veranstalten. Das muss man sich mal überlegen, welche Strategien tatsächlich aus Washington kommen, die man hier in Europa, wo man drüber nachdenkt. Also mit welcher Unverschämtheit, mit welcher Geringschätzung man einfach davon ausgeht und sagt, naja, dann machen wir da halt Camps auf. Das, was wir sonst in Afrika bombardieren, was uns nicht so passt, weil die vielleicht anders ticken, die siedeln wir jetzt mal so, keine Ahnung, 150 Kilometer hinter Prag an oder sowas. Währenddessen man immer wieder betont, dass man zu den Guten gehört. Und das da ist ja alles... Ja, dann, ohne Ende. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, okay, bei der Ukraine hatte ich das noch so rein kartengestützt analysiert, vieles, und dachte mir, okay, das ist einfach zu nah an Moskau dran, ist zu nah an den Zentren, an den Großstädten Russlands, es ist von daher nicht tolerabel. Ich habe diese Meinung, nicht tolerabel, wenn die Ukraine in die NATO käme oder wenn die der EU zugeschlagen würde. Sie hat ja ist ja auch ein sehr gespaltenes Land, westlich, östlich. Der eine Teil ist Russland zugewandt, der andere traditionell tatsächlich immer schon europäisch orientiert, muss man auch sagen. Ja. Also es ist nicht nur so, dass da einfach fremd gezündet würde, sondern das Land gibt das Potenzial auch her. Ja, die Bevölkerung gibt das Potenzial auch her. Ich habe es also rein kartengestützt gesehen, aber da ist jetzt ein neuer Aspekt dazugekommen, wo wir im Laufe der Sendung noch dazukommen, wo ich mich frage, warum Kiew? Warum ist Kiew, was der Tol auch sagte, für Putin, man personalisiert ja dann auch immer, ja, nicht für Russland, sondern für Putin so wichtig, ja, ist auch Gewaltsprache, deswegen sage ich das. Wenn man einzelne Personen, der Saddam Hussein, herausnimmt, dann tut man damit auch immer Gewalt ausüben. Man isoliert diese Leute dann politisch, medial, währenddessen Prozesse vielleicht in Amerika oder in England Unterhaus dargestellt werden und in einem Ringen um Wahrheit dann forciert werden, ist da eben der Putin. Der Putin kann nicht akzeptieren, dass jetzt Kiew dann europäisch orientiert ist. Okay, gut. Richtig stutzig bin ich aber geworden, Marc, als es in Kasachstan losging. Da dachte ich mir, was soll das jetzt da hinten? Welche Rolle spielt jetzt Kasachstan? Weil das hat sich mir außerdem sogenannten doppelten Eiergriff, nicht großartig erschlossen. Ja, da gibt die Karte nur noch wenig her. Man tut nach Süden hin, würde man blockieren, wenn man da nach CIA-Handbuch ein befreundetes Regime einsetzen könnte. Man stört Richtung China hin, ja, aber es hat mich nie so richtig befriedigt. Und da kam es jetzt dann dazu, dass wir uns mit weiteren Aspekten befassen sollten, und das sind dann die Handelsaspekte. Da möchte ich mal ein bisschen hereingehen jetzt, und zwar währenddessen wir hier unheimlich mit Masken und mit C beschäftigt sind, läuft eurasisch zwischen Russland und China als Knotenpunkt Kasachstan ein riesiges Projekt. Ich rede von der Seidenstraße. Ja. Oftmals, und da geht es jetzt um Handel, es geht um eine Neuordnung des Welthandels, es geht um eine Neuordnung des globalen Gleichgewichtes. Ja, und meist eigentlich sehr verwirrend redet man bei der Seidenstraße, oder stellt man sich die Seidenstraße aus dem Mittelalter noch vor, als eine Route, die irgendwo langläuft. Das ist überhaupt nicht so. Es ist ein Geflecht von Handelsverbindungen, sowohl über das Land als auch über die See. Man vereinfacht dort auch immer zwischen einer Süd- und einer Nordroute, aber auch die sogenannte Nordroute ist auch wieder ein Geflecht von Straßen, und dreimal darfst du raten, welches Land bei dieser Hauptschlagader an Transportrouten geflecht da im Mittelpunkt steht zwischen Russland und zwischen China. Da. Also Kasachstan.
Kasachstan. Dort läuft das Umspuren. Wir haben eine russische Breitspurbahn und wir haben darunter in China haben wir eine Schmalspurbahn und mittlerweile muss das noch umgespurt werden. Im Korgow oder sowas heißt das Ort. Ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Kopf. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ah, lasse ich jetzt dem Fluss zu. Läuft das Umspuren, bevor die Güterzüge dann durch Kasachstan nach Moskau rollen. Und von dort darfst du noch mal raten, um jetzt Europa anzubinden, Deutschland, Frankreich, Österreich, laufen sie über die Ukraine und über Kiew. Ja. Und damit hast du alle Schlüsselpunkte da unten jetzt über die Handelswege, wo destabile Verhältnisse sind, wo die Leute für Demokratie oder wegen höherer Preise auf die Gasse gehen oder für ihre Identität, hast du plötzlich die geostrategischen Handelsschlüsselpunkte als genau die Territorien, wo Unruhen sind. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, oder? Natürlich, vor allem, wenn man sich überlegt, dass diese Projekte, die ja da erdacht worden sind, also das ging ja hauptsächlich diese Initiative ursprünglich mal von China aus, also die Seiten- oder die neue Seitenstraße ist ja ein, wie du schon sagst, ein wesentlich größeres Projekt. China geht da ja auch nochmal den Weg, dass man ja durchaus im südasiatischen Raum, sprich Vietnam, also die Anrainerstaaten, dass man dort Häfen baut, der Hafen von Piräus gehört auch schon den Chinesen, die haben ja das übernommen. Ja. Und also hier sind ganz knallhart geostrategische Interessen. Und Europa, muss man einfach so sagen, jetzt nicht nur von der Landmasse, sondern ist hier tatsächlich nur noch Juniorpartner. Wenn überhaupt, sondern vielleicht, dass man sagt, okay, es ist der Abnehmer, ist die eine Sache. Wobei auch das nicht unbedingt so entscheidend ist. Es gäbe andere, weil wenn ich mir Afrika anschaue, das ist genug Potenzial. Und wenn man noch Indien und die anderen Dinge dazu nimmt. Aber man orientiert sich noch nach der alten Welt und möchte dort letztendlich auch seine Produkte absetzen. Das ist das eine. Allerdings, und da kommen wir ja noch zu einem anderen Thema. Wenn man jetzt die Vereinigten Staaten anschaut, wo man ja sagt, okay, die Vereinigten Staaten hatten ursprünglich mal eine der größten Produktionskapazitäten auf diesem Planeten. Die haben produziert ohne Ende. Sie waren unabhängig, autark, konnten sich zur stärksten Seemacht, die es auf diesem Planeten, zumindest in unserem Denken, jemals gegeben hat, etablieren. Und die werden einfach draußen aus dem Spiel, weil wir brauchen das nicht mehr. Genau das ist es. Eine Seemacht kann eine Landmacht beherrschen durch die Ozean. Beherrschung der Seewege. Und wenn wir nur mal ganz kurz nochmal auf die Karte gucken, wir haben hier das Vereinigte Königreich nochmal. Wir haben die ehemals Punkte, die in den Jahrhunderten und auch die letzten 50 Jahre wichtig sind, auch heute noch. Ja, wir haben das Thema Gibraltar. So. Wir haben das Thema oben die oberste ganz kurz. Die ist auch gut. Also wir haben tatsächlich, wo sind US-Basen? Die sind natürlich ganz klar im Mittleren Osten. Aber die wirklichen Nadelöhre sind auf dieser Welt. Auf der einen Seite Gibraltar, weil die hier das Mittelmeer in die eine Richtung zumachen, brauchen die Engländer heute noch. Wir haben den Suezkanal. Gut, auch wenn die Ägypter dran hocken, aber ursprünglich gehört dieser Kanal oder gehörte Frankreich und England zusammen. Dann haben wir unten Djibouti, das Horn von Afrika. Da haben wir auch nochmal einen Engpunkt. Auch dort im Oman gibt es britische Basen. Oben vergisst durch die Eisgrenze das nicht. Das war bis jetzt ja auch immer noch dicht, ne? Ja. Und dann, genau. Da ändert sich gerade auch alles. Die Russen tun massiv Eisbrecher bauen, ihre Eisflotte aufbauen und so weiter, weil also da haben wir scheinbar eine neue Front entsteht. Ja? Also da haben wir den nächsten Konfliktpunkt, den es also gibt. Der war halt bis jetzt durch die Natur begrenzt. Also auch da, diese Isolierung, die läuft nicht oder wird ganz stark erschwert. Ja, genau. Also es ist, aber man sieht einfach diese Verbindung, die es nicht gegeben hat über Jahrhunderte. Und das war ja dann der Grund, dass die Engländer und dann natürlich, für mich sind die Vereinigten Staaten irgendwo immer noch der Hinterhof der Engländer, in dem sie letztendlich ihre, also die Interessen, also wenn wir ja schon vorhin gesagt haben, die ursprünglichen alten Eliten sind irgendwann nach Amerika an die Ostküste rübergegangen und haben eben dieses riesige Reich für ihre Zwecke
ich will auch durchaus sagen, missbraucht oder in Beschlag genommen. Und man konnte von dort tatsächlich über den kurzen Weg des Atlantiks in 6 Tage zum Fahren, konnte man gewisse Dinge oder Nachschub leisten, wusste aber, wir sind ungefährdet, weil hier keiner rüberkommt. Und das ist jetzt auch der Punkt, ne? Diese Handelswege über die Landwege sind kürzer, sie sind schneller. Und diese Karte hier gibt uns auch einen Eindruck, was es bedeutet, wenn so ein Gigant hier, so eine Landmasse, du hast es ja schon gesagt, wenn der erwacht und die sind gerade am Beginnen. Man schätzt, dass der gesamte Welthandel zu 40% darüber laufen wird. Ja, das musst du dir mal reinziehen, was das bedeutet. Da sind wir wirklich nur noch, wie du hast so schön gesagt, Juniorpartner. Ja? Die Chinesen, die investieren wahnsinnig Geld in die ganzen Handelsrouten, die hier laufen. In Kasachstan auch. Also es war für die Russen deswegen, aber auch für die Chinesen, es war nicht tolerabel. Man konnte dort nicht gestatten, dass in direkter Nachbarschaft und mitten durch diese Handelsrouten hindurch irgendwelche Unsicherheiten da entstehen. Das musste befriedet werden, ja. Und man tritt ja auch selbstbewusster auf. 14 war die letzte geglückte Farbrevolution. Da hat man noch Russland erwischt, als es sehr schwach war, was heute nicht mehr der Fall ist. Dann meine Theorie eben, wie gesagt, ein Trump ist nicht zufällig Präsident geworden, sondern der wurde aus meiner Sicht von interessierten Kreisen an die Macht beschissen. Die waren halt damals einfach, haben auch letztendlich die Clintons überrumpelt, weil mit Clinton hat man damals gesagt, kommt der Krieg im Osten. Trump hat neue Verträge gemacht und ich denke auch an den Rückzug in irgendeiner Art und Weise vorbereitet. Und was er auch gesagt hat, und das ist auch wieder wichtig in dem Bezug auf die NATO. Er hat gesagt, die Europäer geben viel zu wenig Geld für ihre Sicherheit aus. Und er hat das angezählt. Ich glaube auch, dass ein Trump, wenn er das zweite Mal legitim rangekommen wäre, hätten wir die Themen, die wir heute haben, nicht. Man hätte Nord Stream 2 sicherlich sanktioniert, das ist die eine Geschichte. Aber Trump hat gesagt, die Europäer müssen mehr Geld für Rüstung ausgeben. Also das heißt, kümmert euch um eure eigene Sicherheit. Mhm. Für mich auch der Wink mit dem Zaunpfahl, sich zurückzuziehen eines Geschäftsmannes, der sagt, pass auf, wir haben keinen Bock mehr, weil wir verdienen mit euch zu wenig Geld. Wir investieren hier ohne Ende, amerikanische Steuerzahler leben sonst was, aus amerikanischer Sicht, ganz wichtig. Und was haben wir davon? Nur Probleme. Und wenn die Amerikaner, wenn hier tatsächlich eine andere Macht drankommt, ist die NATO weg und Europa wird bedeutungslos werden. Also weltpolitisch, weil CO2, wen interessiert denn das? Ja. Ja, oder grüne Ideologie, die wird auch in sich zusammenklappen. Und man hat es jetzt gesehen, die Frau Baerbock war jetzt in Russland, hat irgendwas geschwafelt. Wen interessiert das? Ja, das sollten wir vielleicht gerade mal kontrastieren. Also wir haben jetzt hier dann die verschiedenen Handelsverbindungen, die aufgemacht werden. Du siehst hier die Landrouten, du siehst dann auch die maritime Route. Und du siehst hier inmitten das große Kasachstan, wo es durchläuft. Und man kann erahnen, was das für ein Infrastrukturprojekt und was das für ein Handelsprojekt ist, was da erwacht. Es wird alles umkehren. Ja. Ich glaube, das haben die Amerikaner gemerkt und haben längst ihre Konsequenzen gezogen in Form von Rückzug. Das ist zumindest meine Arbeitshypothese. Aber diese Karte, ich habe das vorhin auch versucht, in diesem Dreiergespräch, in dem Vierergespräch anzubringen, diese Karte offenbart noch mehr. Was du hier so hellbraun siehst, ist das AIIB, die Asian Infrastructure Investment Bank. Das ist der Einfluss dieser Bank. Und die ist in direkter Konkurrenz zur Weltbank, Marc. Ja. Da kann man eben auch, daran sieht man, dass dieser Konflikt nicht nur ein territorialer oder ein Handelskonflikt ist, sondern er wird auch ein Finanzkonflikt werden. Es wird darum gehen, wer die zukünftige Weltleitwährung stellt und wer darüber die Geschicke auf diesem Planeten legt. Ja? Und meines Erachtens ist dieser Konflikt ist bereits entschieden. Ja, und da gibt uns diese Karte einen Einblick. Gut, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, warum
noch mal abstellen darauf, warum jetzt dann in der Ukraine und in Kasachstan diese Konflikte hochbrechen. Es ist, wenn ich es jetzt werten sollte, es ist für mich eine Nadelstichtaktik, die hier noch gefahren wird. Das typische Globalgeschacher, was wir seit Jahrzehnten sehen, Machtpolitik auf dem globalen Schachbrett, wo man, wenn man nicht mit Armee operieren kann, wenn man nicht mit Armee besetzen kann, zu den Methoden greift, um dann zu blockieren. Hier ein Systemsturz, da Oppositionelle, die gefördert werden, hier ein Nadelstich, da ein Nadelstich, weil man, ich glaube, genau dieses Projekt hier sieht und wenigstens dann behindern will. Also so werte ich, was geschieht. Sag mir, ob du es ja, auch so siehst. Definitiv. Ja, definitiv. Mir kommt da gerade so ein Bild in den Geist. Also Nürnberg ist ja auch, oder zumindest so sagt uns das die Stadtgeschichte, war ja ursprünglich auch nur eine Burg, ich will jetzt nicht sagen eine Raubritterburg, aber wurde hier gegründet, 1050 laut offizieller Geschichtsschreibung, und es wurde also an zwei wichtigen Handelsrouten, Salzhandelsstraßen, also auch die zum Teil bis nach China gegangen sind, wurde dieses errichtet, um Zoll zu verlangen. So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wenn ich mir diese territorialen Themen hier anschaue und sage, okay, ich habe die Möglichkeit, zumindest auch wenn ich das Land nicht komplett unter Kontrolle kriege, aber ich entziehe es dem anderen und kann dort eventuell rechtliche Dinge einrichten. Das ist natürlich die nächste Variante. Allerdings, was wir ja erwähnt haben, dass Kasachstan eventuell, ich weiß nicht, ob die jetzt schon umgestellt haben auf dieses englische Rechtssystem, also sprich, man hat hier nach dem Gusto, und die werden sicherlich wieder rausfliegen, von amerikanischen Rechtsanwaltsfirmen, also sprich Juristenfabriken, gearbeitet. Also man versucht jetzt auf allen Wegen hier irgendwo noch Fuß zu fassen, um dort mitzuverdienen. Das ist sicherlich eine Geschichte, die ich mir auch vorstellen könnte, wenn wir mal die Theorie noch zugrunde legen, dass wir sagen, wir haben hier zwei konkurrierende Geldsysteme. Es sind beide Schuldgeldsysteme. Das ist die eine Sache. Aber es könnten durchaus auch andere Dynastien dahinter stecken. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Chinesen sehr erfolgreiche Kopierer sind, dann haben die sich die Systeme, die es im Westen gibt, sehr genau angeguckt, und ich glaube, dass sie das kopieren. Und sie gehen allerdings auch mit dem Geldkoffer vor. Allerdings haben sie keinen Revolver in der Tasche, sondern sie bringen eher Bonbons mit. Natürlich werden die ihre Interessen durchsetzen. Allerdings haben sie sich nie in die Innenpolitik eingemischt, und sie, glaube ich, verkaufen auch nicht oder wollen unbedingt ihre Kultur dort etablieren, sondern sie wollen Geschäfte machen. Die wollen Geschäfte machen, die sind einfach... Ja? Und die sind für sich genug, weil sie das auch nicht selber wollen. Mich erinnert das, was hier passiert, an noch etwas anderes. Hier werden ja, ich will kurz hinleiten, hier werden ja landgestützte Handelsverbindungen in einem atemberaubenden Ausmaß. Ja. 1300 Milliarden Dollar Investition schätzt man. Das ist das größte Infrastrukturprojekt der Weltgeschichte. Das nehmen wir als Europäer vielleicht manchmal gar nicht so wahr, was da passiert. Werden hier vorangetrieben. Landgestützte Handelsverbindungen. Wer hat seit alters her, Stichwort Bagdadbahn, etwas dagegen, die natürlich die Seemächte, England allen voran, ja. Amerika. Und das waren die Auslöser zum, in dem Fall, Ersten Weltkrieg. Ja? Oder Mitauslöser, Bagdadbahn, das Erschließen Deutschlands zum Orient runter. Jetzt vergleicht es mal hier, was für einen provozierenden Charakter das erst haben muss, verglichen mit der Bagdadbahn. Ja. Kommen wir aber zu zwei Dingen, weil du gesagt hast, Deutschland, also sprich das Herz Europas. Das heißt, man misst diesem Europa, und wenn man von Europa spricht, spricht man immer auch vom Herzen. Und das muss oder ist einfach geografisch gesehen Deutschland mit der größten Strahlkraft. Das ist auch das, was unser William Toll sagt. So. Und wenn man dieses Thema muss man mit einnehmen, weil die Menschen ticken anders in anderen Regionen. Den Amerikaner in dem Sinn gibt es nicht. Man kann den Stereotypen hernehmen und kann sagen, machst du heute mit einem Amerikaner Geschäfte, der lächelt dir ins Gesicht, aber du weißt, es ist immer oberflächlich, und die Geschichte ist, du kannst dich da nie auf was verlassen. Das sehen wir jetzt auch im Geostrategischen. Wenn ihnen was nicht passt, wird das ganze Ding über den Haufen geworfen oder rechtlich bekämpft, ja, und für ungültig erklärt. Mhm.
Aus meiner Erfahrung, die ich in meinem Leben mit russischen Menschen gemacht habe oder aus russischer, die, also wenn es Geschäftsleute sind, es dauert zwar, bis du mit denen warm wirst, aber wenn du einmal mit denen gute Geschäfte gemacht hast und die Vertrauen zu dir gewonnen haben, hast du normalerweise einen Freund fürs Leben. Das ist noch ein Handschlagsgeschäft. Kann sein. Das ist meine Erfahrung mit diesen Menschen. Das ist ein anderer Menschenschlag. Hier herrscht ein anderer Geist als dieser angloamerikanische Hit and Run. Ist eine andere Thematik. Also das Ja, heißt, wir genau. haben hier tatsächlich diese geistige Komponente und jetzt hast du dieses verwirrte Deutschland in Europa mittendrin, das nicht weiß, wo es hingehört. Das verwirrte Deutschland, Ja, das ist cool. definitiv. Ja, genau, die nicht wissen, wo sie hingehören. Nee, Ja. nee, genau richtig, Die genau. geistig Vergifteten, die geistig niedrig gehalten. Und da ist natürlich die Frage, wenn jetzt dann ein Mann aus Amerika kommt, und um uns daran zu erinnern, dann frage ich mich schon, haben wir auch immer wieder getan, welchen Auftrag hat er? Ist er in seinem Auftrag unterwegs? Aber der hat sein Leben lang, so wie wir das wissen, nichts anderes gemacht, außer Banken beraten, war natürlich als politischer Berater irgendwo unterwegs, hat gelehrt und hat genau diese Dinge von außerhalb analysiert. Und der weiß auch, ja, wo diese Dinge kommen. Und deswegen sind es wichtige Informationen, die wir uns holen müssen, aus raus aus unserem Sumpf, um zu erkennen, was hier läuft. Ja, und ich hoffe, es gelingt uns auch ein bisschen. Also sicherlich, der Herr Tol ist auch nochmal ein Sonderfall. Also ich weiß, definitiv, er ist eins mit seinem Auftrag und er ist auch echt Ja. hinsichtlich seiner Neigung für uns Deutsche und seines Wollens. Ich will es fast nicht sagen, aber, das Wort aber passt so richtig, aber Ja. er hat auch eine weltliche Komponente, ja. Und ich denke, er Ja. hat auch weltliche Leute im Hintergrund, die ihm das ein oder andere, was jetzt kommt, vielleicht sagen. Dafür waren die Voraussagen kürzlich dann ja sehr, sehr, sehr genau getaktet mit dem Geschehen auf der Bühne, auf der Ja. Weltenbühne. Ich habe jetzt versucht, oder wir haben jetzt versucht, das einmal sehr schön zu zeigen anhand der Karten. Also wie wirken sich denn politische Entscheidungen aus? Warum geschehen die? Und dann hast du eben Karten gestützt. Sehr viele Gründe findest du dann. Dann haben wir den Handel gezeigt. Und jetzt möchte ich das Ganze mal kurz kontrastieren, Marc, mit dem, was man dann so liest in deutschen Zeitungen. Warum in der Ukraine oder in Kasachstan was passiert? Pass auf. Nach dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten im August 2019 hat ein Gericht einen Russen verurteilt und Moskau Staatsterrorismus vorgeworfen. Also da geht es um ganz andere Werte und sowas, ne, klar. Und die beiden Länder wiesen gegenseitig Diplomaten aus. Deutschland macht Russland für Hackerangriffe auf den Bundestag 2015 verantwortlich. Also deswegen haben wir heute ein Problem, klar, logisch. Geht es nicht um Handel, geht nicht um Währung, geht nicht um Geld, geht nicht um Territorium. So wie für den Anschlag auf den Kreml-Gegner Alexei Nawalny, sogar der musste nochmal herhalten, mit dem international geächteten chemischen Kampfstoff Novichok, auch den nochmal ausgegraben. Zudem ist Moskau verärgert über den Sendestopp für das deutsche Programm seines Staatssenders RT. Das ist Kinderfernsehen. Das ist wirklich, und es ist auch, ich empfinde es als Ableitung, als Ablenkung. Es macht Comic-Szenerien auf, um die es überhaupt nicht geht. Also mich wundert immer, dass das Geopolitik, Geostrategie bei uns in Deutschland so gemieden wird. In Russland ist das anders. Also da hast du das auch wirklich im Fernsehen drin oder in Kommentare befassen sich damit. Aber bei uns in Deutschland wird es komplett ausgeblendet. Hast du da eine Erklärung für? Fallen mir einige Dinge ein. Das eine ist natürlich dieses Mickey-Maus-Fernsehen oder diese Mickey-Maus-Meldungen, wenn man sich das überlegt. Anders kann man das nicht mehr nennen. Das ist, ob du das Qualitätsmedien, Stern, Fokus, sonst was haben. Also die Medien sind gleichgeschaltet worden und es wird nur für die sich für intellektuell Haltenden, die Piep, also piep, solche piep, Journalisten. gleichgeschaltet ist ein bösartiger Begriff aus dem Dritten Reich, den darfst du mit heute nicht vergleichen, sonst musst du es verharmlosen. Ja, nur Okay, mal. also dann, also die Gleichlautenden oder die Vergleich. Harmonisch eine Meinung vertretende. Oh, das ist ein guter Begriff. Also gut, harmonisch eine Meinung Weil es vertreten, ja auch nur falls. eine Wahrheit gibt, ist doch klar. Ja, genau. Also die im Konsens stehenden, unterschiedlich konkurrierenden Informationsmedien, Die die im politisch uns in Konsens. eine Richtung bildenden,
und unabhängige Medien, weil wir ja auch absolut unabhängige, jetzt hätte ich fast gesagt, Staatsrundfunksender haben. Stimmt nicht, sondern wir haben nur gebührenfinanzierte, absolut unabhängige Medien, die über Fernsehen übertragen werden. So, ich hoffe, wir haben jetzt alle Politiker sagen ja heute. dazu Geziefer-Programme, wegen Das kommt nicht GEZ von mir. vorne. Das Aber kommt das nicht ist von natürlich mir. wieder Ich böse. weiß es, aber das kann ich nicht unterschreiben. Also, da muss ich mich Nein, weigern. nein, nein, ich auch nicht. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was wir meinen. Wir haben hier tatsächlich eine Mickey-Maus-Show, eine Muppet-Show ist es noch nicht mal mehr, sondern wirklich einfach nur noch ganz schlechte Dinge. Die wenigsten, wie du schon sagst, haben Ahnung von Geopolitik, geschweige denn von Geografie. Leider muss man sagen, dass viele Menschen das bei denen an der polnischen Grenze faktisch gesehen, der Horizont in den Osten aufhört. Wenn man heute sagt Russland, und das ist auch so eine Sache, und jetzt schaut man sich nur mal diese Karte, dieses riesige Entschuldige, wenn ich Gebirge. reingrätsche, aber das ist gemacht worden, Marc. Ja, Das ist wieder natürlich. meine Behauptung, die Arbeit von Spin-Doktoren. Hinter Definitiv. Polen hört die Welt auf, so Ja, quasi. vom Das ist Denken gemacht, her. das ist Bewusstseinsarbeit, die Ja. einprogrammiert wurde. Tut mir leid, Und musste ich loswerden gerade, ja? wenn man sich überlegt, dass ja ein Großteil, und das soll jetzt kein Revisionismus oder sonst was sein, sondern dass ein Großteil der jetzt polnischen, des polnischen Staatsgebietes, und vorhin haben wir die Ukraine erwähnt, ja, vor 80 Jahren war Polen noch mehr im Osten angesiedelt, also Teile der Ukraine gehört, die gab es damals nicht in dem Sinne, als eigenständigen Staat, sondern waren ja Teile Polens. Ursprünglich mal das Königreich Polens und dann eben der Republik Polen. Und die Teile, das, was man ja nicht wieder vereinigt hat, waren ja Teile des ehemaligen Deutschen Reiches, die ja auf heute polnischem Gebiet liegen. Das heißt, man hat uns das auch schon beschnitten im Kopf. Und weil man das ja in der Schule durch den Geschichtsunterricht nicht wirklich darstellt, kann auch ein, ich sage mal, der normale Deutsche da nicht weiter rüber denken. Er weiß vielleicht, dass es mal irgendwann eine Oma gab, die von den Masurischen Seen kam oder sonst was, Ja, aber klar. mehr nicht. Ja, und so wie die Adelshäuser, das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar, da hängt diese unselige Spaltungspolitik über 100 Jahre dahinter. So wie die Adelshäuser verflochten waren, war auch dieser östlich-europäische Raum, der nach Russland rüberfloss, das war ein Ineinanderfließen. Es gab da nicht diese festen Grenzen vor 100 Jahren. Es gab sie nicht. Die Regionen flossen ineinander über und auch die Kulturen und die Menschen, die waren noch so ineinander verzahnt. Und dahinter hängt eine wahnsinnige politische Spaltungsarbeit, bis man sogar jetzt hier bei diesen Grenzen gelandet ist. Nicht zu Ja. reden von der Osterweiterung und so. Ja. Und Und uns wird dann ein Putin immer als der Wilde jetzt, weißt du, es wird wieder zentralisiert auf die Figur, Hussein, der Satan, Putin, der Wilde, hinter Polen hört die Welt auf. Was haben die Russen schon Autos? So wird es ja dargestellt, ja, immer klar. noch in der Presse. Ja. Und dieses Verständnis, dass das nicht vorhanden ist und dass man dort auch mal. Im Moment nicht, das wissen wir, brauchen wir jetzt nicht erwähnen, aber dass man dort auch mal in den Urlaub fahren könnte oder dass man sich dort rüber Ja. begibt. Es gibt natürlich auch noch diese Sprachbarriere, die auch aufgebaut ist und was ja irgendwo noch durch den Kalten Krieg erzeugt worden ist. Du Marc, hast diese Sprachbarriere durch die Deutschland durch. Sprachbarriere, da brauche ich nur zu meinem Opa und zu meinem Uroma 1898 geboren gehen, die war genauso nach England Natürlich. vorhanden. Die haben kein Wort Englisch gesprochen, kannten die genauso wenig wie Russisch. Das ist alles gemacht, Ja, diese klar. Spaltung. Auch, dass wie du sagst, warum fahren wir, bitte mal, hier sind genügend Freigeister, die zuhören. Warum fahren wir nicht nach Russland in den Urlaub? Warum haben wir so wenig russische Produkte in den Supermärkten? Das ist nicht, weil die Russen böse sind, sondern weil es gemacht wird. Es gibt Wirtschafts- und Handelszonen und die werden im Gewinninteresse einiger werden die definiert und durchgezogen. Ja. Das sind ganz normale Erwägungen, mit denen wir aber bei uns im Hochmut vor dem Fall Deutschland immer als Verschwörer ganz schnell dasteht. Ja. Das sind ganz normale Erwägungen. Ja. Warum gibt es hier Zölle und da Freihandelszonen? Darf man sich doch mal fragen. Ja, Ja. das sind wirklich einfach Dinge, wo man auch wieder sagt, es werden hier Barrieren aufgebaut, die nicht sein müssten Genau. und es verdienen andere dran. Aber nochmal auf die Sprachbarriere. Ja, ah ja, Wir genau. wurden ja aufgezogen,
jetzt im Westen mit dem Englischen als einer Fremdsprache, was ja durchaus sinnvoll ist. Ich möchte das überhaupt nicht irgendwo sagen, dass das schlimm ist. Die Ostdeutschen wurden mit Russisch ausgebildet. Ja. Warum wird das aber hier nicht angeboten? Es sind sehr herzliche Menschen, es sind auch sehr tiefgründige Menschen. Und das ist auch unsere Aufgabe für die Zukunft, egal ob nach Westen oder nach Osten rüber, dass wir wieder mit den Menschen Kontakt bekommen, weil die sind uns einfach mal näher, auch von der Kultur, die wir trotz alledem miteinander teilen. Und das ist auch diese christliche Kultur. Auch wenn wir natürlich wissen, dass der Vatikan als Institution sicherlich nicht unbedingt als Vorbild zu dienen hat, aber diese Kultur ist im europäischen Teil Russlands, und da sind auch viele Ethnien drin, das darf man jetzt nicht alles unter einen Hut kehren, aber der europäische Teil Russlands geht ungefähr bis in den Ural. Wir haben auch Kasachstan angeguckt, auch da hast du eine gewisse Ethnie noch. Das Vladivostok, natürlich mehr asiatisch geprägt ist, auch wenn dort auch Russen wohnen, als vielleicht hier irgendwo. Oder das Jekaterinburg, dass wir uns das auch nicht unbedingt vorstellen können, dass das dann auch nochmal eine ganz andere Welt ist. Mhm. Aber trotzdem, das, was wir als Russland auch kennen mit Moskau, ja, und Moskau ist ja, wenn man es von Vladivostok sieht, ganz direkt an der Grenze zu Europa. Das ist Europa. Es gehört zu Europa. So, bis Ural, sagt man immer. Und ja, es wäre mittlerweile, wäre es auch probat, angemessen und schlau, wenn wir in der Schule neben Englisch, Russisch und Chinesisch lernen würden. Ja? Ja. Denn dort liegen die zukünftigen Handelsverbindungen. Ich hoffe, das haben wir jetzt hier auch soweit mal gezeigt. Nebenbei gesagt, Wissenschaftssprache war vor den Weltkriegen mal Deutsch. Ja? Das hat man auch verändert hin zu Englisch. Ja, ja klar, weil man ja dafür gesorgt hat, dass das nicht mehr passiert. Und hier wurden Grundlagen erforscht, und das englische Forschen ist eher, dass man das Ergebnis hervorgegeben hat und die dementsprechenden Ergebnisse erwartet. Also da kann man sich Gedanken drüber machen, vor allem wenn man sich dann so Leute oder Aussagen von ehemaligen virusbehafteten Softwareentwicklern so anschaut. Ne? Ja. Ich wollte jetzt noch mal kurz einfach diese Folie noch mal zeigen mit Kasachstan in der Nahaufnahme hier. Da diese Hauptstadt Astana, die ja als neue Freimaurerstadt gehandelt wird. Und Kasachstan war ja schon ziemlich zentral zwischen Russland und China. Und Astana ist es dann noch mal mikromäßig in Kasachstan selbst noch mal. Also ich würde mal den Verdacht äußern, vielleicht baut man sich da tatsächlich eine neue Lenkungsstadt auf. Die Symbole dafür sind schon da. Und just geht dann auch die Nordroute der Schienenwege geht auch durch. Sind doch hervorragende Voraussetzungen für eine neue Lenkstadt. Hier unten siehst du dieses Korgos, wo der Umbau passiert, oder das Umsatteln von der Schmalspur auf die Breitspurbahn. Sind zwar nur 8 cm Unterschied, aber die lang. Und du siehst hier jetzt dann sehr schön, deswegen habe ich es auch nochmal reingenommen, wie Kiew auftaucht, ist schon spät, Entschuldigung. Wenn ich mir die Informationen zur politischen Bildung anschaue, du weißt, das tue ich gerne, und guck da nach Seidenstraße, wirst du nicht finden, dass Kiew da mit drin ist. Findest du da nicht. Ist nicht hier ist es mit drinnen, und du siehst hier dann auch rüber nach Wien, da sind wir plötzlich in Österreich, da habe ich auch eine sehr interessante Broschüre gelesen, wie man da schon die Dollarscheine zählt, wenn man sich anschließen lässt an dieses Großprojekt, an diese Seidenstraße. Aber auch hier hast du es ja, ist ja auch geschrieben, die Breitspurbahn müsste dann verlängert werden. Ne? Könnte es denn nicht eine, wenn ich da kurz eingreifen darf? Ja klar, hau rein. So ein Gedanke. Wenn wir uns jetzt, wir haben ja die vorige Sendung über Österreich gemacht und vor allem dieses unverständliche Handeln der dortigen politischen Klasse. Dieses Abschotten, dieses absolut in Unruhe bringen. Also könnte es denn sein, dass gewisse Kreise daran interessiert sind, nur als Arbeitshypothese. Auf der einen Seite gibt es ja Leute, die sagen, es wird ein dritter Weltkrieg vorbereitet. Das mag sein, also man sieht es in vielen Bereichen, das ist die eine Geschichte. Das zweite allerdings, was ich sehe, wenn die Amerikaner tatsächlich oder gewisse Kreise beschlossen haben sollten, ja, ähnlich wie in Afghanistan, einen Rückzug vorzubereiten, dann ist es durchaus in deren Interesse, so viel
Ärger wie möglich in diesem Europa zu schüren. Das heißt, ich einfach nur so als Überlegung, jetzt hast du hier Wien tatsächlich als einen Endpunkt in Europa oder in Mitteleuropa. Ja. Und wenn jetzt hier tatsächlich irgendwelche Zustände eintreten sollten, dass auch kein Recht mehr gilt und sonst was, dass also hier du einfach alle spaltest, du dieses ganze Land zerlegst, weil die Leute werden so schnell nicht wieder zusammenfinden, wenn es weitergeht. Und du bringst hier irgendwelche Situationen rein, dass du sagst, du kommst hier auch als LKW-Fahrer, als Lokführer, als sonst was nicht mehr mit ohne Pass rein, ja, dann wird es schon blöd für so eine Straße. Dann machst du nämlich den Endhafen zu. Könnte ja nur mal so eine Arbeitshypothese sein, dass man deswegen Österreich so unendlich im Moment gerade in der Mangel hat. Vor allem, weil es ja auch so unheimliche Verbindungen, Wien oder generell Österreich, ist ja mit dem Osten sehr stark verbunden. Auch genau. Durch familiäre oder beziehungsweise Verbindungen aus der ehemaligen Kaiserzeit vor 100 Jahren noch. Da sind ja noch ganz andere Dinge, die da laufen, vor allem in der Ukraine. Da sind Verbindungen, wie man schon so sieht, hier laufen durchaus sehr wichtige Geschäfte. Und naja, nur mal so am Rande, bloß weil es jetzt direkte Sperren nach Russland gibt, also Handelssperren, heißt das ja nicht, dass die Russen nicht irgendwo sich westliche Produkte über andere Wege versorgen. Ne? Ja, klar. Also die bekommen die. Und da sind natürlich dann auch solche Staaten wie Kasachstan oder so weiter drin, weil Sanktionen sind ja immer nur handelsrechtlich gesehen. Ja, zumal hier aus den Daten zu diesen Bahnstrecken schon hervorgeht, dass genau die Bahnstrecken auch ausgebaut werden sollen. Also da geht die Masse an Investitionen nochmal rein, ja. Ja, in der Türkei zum Beispiel bis 2035 sollen von 12.500 auf 31.000 Kilometer neue Bahnstrecken gebaut werden. Und da ist die Liste lang. In Indien, in Usbekistan, in Kirgisistan, in Tadschikistan, überall. Und zwar mit massiver Investition der Chinesen. Ja. Da passiert was, sagen wir es einfach mal so. Da geht noch richtig was, ja. Währenddessen wir haben zerfallende Straßen, wir haben eine Deutsche Bahn, muss ich nichts mehr zu sagen. Hier ist Zerfall und dort geht es ab. Und das wird hier weitgehend, soweit es geht, wird es ignoriert. Darf man sich auch fragen, warum? Ja? Man müsste sich auch mal als junger Mensch überlegen, vor allem wenn man jetzt, ich hoffe, dass wir auch mal junge Zuhörer haben, die sich diese Dinge überlegen. Ob man sich nicht, was man früher gemacht hat, man geht nach Amerika, weil da kann man viel Geld verdienen. Die Überlegung ist eigentlich jetzt eine andere. Da würde ich nicht mehr rüber investieren, sondern ich würde mir tatsächlich überlegen, vielleicht ist der Weg Pionierarbeit, das mag sein, aber vielleicht ist denn eine Zukunft im Osten durchaus eine Alternative. Mhm. Und es ist nicht so schlimm, wie uns das erzählt wird. Mhm. Sicherlich gibt es dort Dinge, die nicht so schlimm sind, aber wenn ich mir jetzt im Moment die österreichischen Verhältnisse anschaue, so schlimm ist es da drüben noch nicht. Ja. Ja, so. Hier habe ich uns jetzt nochmal eine weitere Karte eingeblendet, wo du die Nord- und die Südroute siehst, die auch hier wieder hier durch Astana, durch Kasachstan durchgeht, hier oben allerdings dann auch über Russland und dann hier enden soll in Deutschland. Ja, ich könnte mir denken, hauptsächlich als Abnehmer. Aber das sind natürlich auch Grundlagen. Ich vergleiche das jetzt wieder mit dem Herrn Tol, was er sagte. Ich mache das leidenschaftslos. Ihr werdet souverän. Ihr solltet schauen, dass ihr euch Russland immer ein Stück weit von der Pelle haltet. Der aber als Grundlage sehr wohl dann wissen müsste, dass hier ganz neue Handelsbeziehungen aufkommen werden. Und auch damit verbunden ganz neue Rollen von Deutschland. Vielleicht wird es für uns auch jetzt einfach mal entspannter, weil wir ein Stück weit aus dem Fokus rauskommen, weil der Fokus sich nach Asien verschiebt. Als Arbeits so zum Denken, ne? Mal wieder so weit rausgeworfen. Du hättest jetzt in Kasachstan einen neuen Fokus und hier Europa wird Randzone, dass die gesamte Geopolitik neu gewürfelt würde. Amerika wäre quasi im Abseits. Ja, also Amerika wäre ja, direkt vom Fenster. Ja. Das wäre eine Sache, die könnten sich auf sich selber konzentrieren, beziehungsweise mit Südamerika hätten sie genug zu machen. Aber tatsächlich,
wäre Europa nicht mehr im Fokus, sondern tatsächlich am Rand, wenn es sich dementsprechend positioniert. Das kann natürlich denen nicht gefallen und vor allem den Ideologen. Und das, was im Moment aus Europa kommt, also aus dem Kerneuropa, Brüssel, diese ganze Ideologie, die will keiner haben auf dieser Welt. Und ich sehe da tatsächlich, und die Amerikaner sind da wesentlich schneller im Umswitchen. Und so wie du das Volk hier die letzten 20, 30 Jahre in ganz Europa, kann man ja sagen, verblödet hast und auch moralisch komplett auf eine falsche Schiene geschickt hast, ne? Ich rede jetzt mal von Gender und anderen Dingen, wo dann ein Ampelmännchen, ob man das jetzt so oder so gestaltet, solche Diskussionen gibt es ja auch, wenn du die Oh, die Qualitätsmedien Scheiße alles, ja, aufrufst, ja? echt wahr, ja. Und dann schaue ich mir sowas an und darüber wird nicht gesprochen. Dann sind wir tatsächlich so, wir sind hier im Lala-Land und andere Leute gestalten die Zukunft. Das muss Deswegen ins machen wir es ja, Bewusstsein raus. deswegen machen wir es ja aus tiefstem Herzen, Ja. weißt du? Und schau mal, einfach um es nochmal gesagt zu haben, hier, guck, hier ist dieser Knüpfpunkt, Kiew, Ja. der rübergehen soll bis Leipzig, ja? Und bumm, hast, und deswegen ist es auch jetzt nicht diskutabel. Du musst diesen neuen Giganten, Handelsgigantenweg, der hier aufgemacht wird, den musst du absichern. Und auf der anderen Seite hast du hier Astana, Kasachstan, wo gezündet wurde. Das spricht doch Bände und es stinkt zum Himmel, was wir gesehen haben. Ja. Und du hast vollkommen recht. Aber deswegen machen wir es ja. Deswegen zeigen wir hier solche Sachen auf und kontrastieren es extra auch mit Berichten aus unserer Presse, um einfach anhand von Fakten zu demaskieren, was hier passiert. Ja. Darum Und geht es. Es geht hier ums Geld, es geht um das macht. Partizipieren. Verhindern wird man es nicht mehr können, sondern es geht einfach nur noch, dass die Fälle verteilt werden. Und Europa wird immer noch von Ideologen regiert. Und ich glaube, dass diese Ideologen noch nicht mitbekommen. Das ist einfach nur mein Gefühl, dass ein Umdenken in Kreisen, in Atlant also in amerikanischen Kreisen stattgefunden hat. Und es könnte durchaus auch sein, dass es da Leute gibt, die sagen, okay, wir verlassen, also militärisch gedacht, hier eher verbrannte Erde und schaffen uns einen Konkurrenten vom Hals. Und das könnte Europa sein. Oder man beschäftigt sich in Europa mit sich selber und ja, man wird merken, also du kannst Handelsrecht, da kannst du viel machen. Aber wenn du kein Gas hast und wenn du keine Rohstoffe hast, damit du deine Bevölkerung ordentlich versorgst, dann werden die dir auch keine Steuermittel erarbeiten und andere Dinge, damit die leben können wie die Maden im Ja, Speck. es ist von daher auch lachhaft, wenn jetzt Ja. kolportiert wird, wenn Russland die Ukraine angreift, dann werden wir Nord Stream 2 beenden. Das heißt, wenn du jetzt was Böses zu mir sagst, Marc, dann schneide ich mir den Finger. Das ist dieselbe Logik. Weißt du? Saublöd einfach. Aber gut, was willst du Apropos Nord erwarten? Stream 2 vielleicht nochmal ganz kurz. Es gab ja Ja? jetzt vor kurzem auch einen Versuch von gewissen Senatoren in Amerika im Kongress, ein Gesetz gegen Nord Stream 2 nochmal zu bringen. Das wurde abgelehnt von der Biden-Administration. Die haben da kein Interesse dran. Zumindest die jetzige Administration, das Ding weiter zu torpedieren. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das weitergeht, auch mit unserer Annalena, die jetzt auch fordert, dass die Witwenrente abgeschafft wird, haben wir ja auch schon mal kurz gesagt. Also hier kommen Dinge ran. Auf der anderen Seite gibt es Meldungen, dass auch gegen die schon ermittelt wird, wegen Dinge im Bereich der Masken und sonst was. Also sprich, sie werden auf der einen Seite demaskiert, das hat auch Programm und es kann nur von den Leuten passieren, die sie eingesetzt haben, weil die haben die Macht und die haben auch die schmutzigen Papiere in der Schublade, die sie jetzt rausziehen. Also für mich ist das alles sehr orchestriert und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und wenn natürlich wir jetzt wieder auf unseren Professor kommen, unseren Lieben, ja, ich sehe das durchaus, dass diese Regierung in kürzer Zeit aufgrund wahrscheinlich alle wegen Korruptionsvorwürfe und anderer Dinge oder irgendwelche anderen komischen Geschichten alle zurücktreten werden. Und dann werden wir mal sehen, was dann kommt. Ich würde Sie behaupten, hängen am seidenen Faden, das auf jeden ja. Fall. Und sie sind jederzeit implodierbar, nenne ich es mal. Ja, Jederzeit. absolut austauschbar. Währenddessen, wir sehen, ich meine, wir haben vorhin eine relativ geistige Sendung gemacht. Wenn wir jetzt hier dieses Format sehen, sehen wir, dass bei dem Weltentheater draußen sozusagen Business as usual gefahren wird. Hier sind dieselben Drehscheiben, dieselben Beweggründe wie seit 100 Jahren ausschlaggebend. Es geht um Geld, Macht, Finanzen, Handel, um Zugriff auf Ressourcen.
Ja, eines vielleicht nochmal nebenbei, das habe ich bisher noch nicht gesagt, finde ich ein ganz nettes Detail. Selbst in Wikipedia kann man nachlesen, Astana, ja, dieses Satan-Anagramm habe ich schon gesagt, die Hauptstadt von Kasachstan, heißt jetzt nur Sultan, klar. Und der Chefplaner, das war der Wladimir Laptew, wollte ein Berlin in eurasischer Version erbauen. Das ist ja vom Reißbrett entstanden. Ein Berlin in eurasischer Version wollte er bauen. Das darf man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja. So viel zu unserer oder meinem Impuls, dass hier vielleicht ein neuer Drehscheibenmittelpunkt entsteht, ja. Wenn ich Berlin höre, fällt mir noch ein anderer Name der Stadt ein. Da darf jeder dann mal selber nachgucken, die auch gewisse Architekten geplant haben in den 40ern, dass man Berlin in dieses zukünftige Konstrukt denn gerne umwandeln möchte. Den Namen verrate ich jetzt nicht. Viele werden es wissen, was ich meine. Und dann sind wir genau dabei, etwas auf dem Reißbrett entstehen zu lassen mit einem sehr markigen Namen. Und das hat damals nicht geklappt. Weil es wurde verhindert, sagen wir es mal so. Aber die Architektur hat schon angefangen, das muss man auch dazu sagen. So, mein Ja. Lieber, jetzt falle ich bald in Scheiben, weil ich nämlich jetzt echt müde werde. Wie sieht's Ja. bei dir aus? Nee, das ist in Ordnung. Wir haben jetzt auch 23:04 Uhr. Ich denke, wir haben jetzt hier wirklich mal gut analysiert, sollte es jetzt auch für heute gewesen sein. Wir bedanken uns, also wir hoffen, wir haben hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können. Schaut euch die Sachen an. Mein Fazit jetzt auch aus der Sendung ist, man muss davor keine Angst haben, sondern wir Nein. sind einfach, wir sind in einer Veränderung drin. Und das, was hier passiert, sind da jetzt auch viele Spekulationen logischerweise mit dabei gewesen. Aber wir werden sehen, was sich hier raus ergibt. Wichtig ist für euch alle, aus meiner Sicht, wir sind nicht, und ich bin jetzt kein Auswandererfan oder sonst was, aber es werden tatsächlich goldene Zeiten in gewissen Regionen anbrechen. Da bin ich Das absolut glaube ich auch, sicher. ja. Und je größer ein Land ist und dünn besiedelter ist, desto schlechter ist eine Überwachung. Das sollte man sich auch mal überlegen. Also, Wenn wir aufgezeigt haben, dass dieser Krieg, der hier läuft, ja, ja. wir reden ja hier sowieso nur über C, aber im Hintergrund läuft ein Krieg territorial, mit Handelsrouten, mit Zöllen, mit Finanzen, mit einer kompletten Ja. Neuordnung der Welt und der Gewalten und der Macht auf der Welt. Und natürlich hat das Verwerfungen, ja. Wenn wir das mal geschafft haben, aufzuzeigen, hinter diesem Mikroskop, in das wir bei Mainstream-Medien immer zum Gucken gebracht werden, und dann guckst du, ob du da ein Virus hast in dem Ja. Mikroskop oder nicht, ja. Und dann wäre ja schon mal viel erreicht, ja. Ich Das denke war, ja. gell? Also, Cool. Aufforderung an alle, Bin überlegt ich euch echt mal müde. das. Schaut euch das an. Wir kommen wieder. Wir machen jetzt für heute Schluss. Wie Jo. gesagt, war unser zweites Video. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Frank, dass wir das jetzt noch hinterhergeschoben haben. Es waren viele Gewuppt haben, gell, Themen. Magi, dass wir es noch Ja. gewuppt haben. Es Ah. haben wir gewuppt, aber es musste sein, es musste raus. Und viel Spaß mit dem Video. Und wir kommen wieder und es wird weitere Analysen und Lageanalysen geben von uns beiden. Genau, und jetzt tun wir uns ein wenig zurückziehen und ein wenig in die Haie gehen. Jetzt gehen wir weiter. Wir machen Schluss für heute und Aber wir so hören muss und man. sehen uns. Bis dahin, Jo. einen schönen Tag noch.